Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem nächsten Video, zu einem neuen Video, so rum natürlich. Und zwar hatte ich euch ja mal in einem Haul diese drei Karten gezeigt, die ich mit Prägefoldern gemacht hatte. Und haben ganz viele gefragt, ob ich die nicht nochmal zeigen könnte. Ich hatte euch jetzt am Dienstag schon angekündigt, dass heute endlich das Video dazu kommen wird. Da hatte ich ja erzählt in dem Video, als ich die euch gezeigt habe, dass es geht wirklich super einfach. Und das Schöne ist, man hat unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und so eine Karte ist super schnell gemacht. Man braucht wirklich überhaupt nicht viel. Es geht mit dem einfachsten Stempelkissen, die man hat. Also man braucht jetzt nicht die super teuren Stempelkissen. Ist alles gar kein Problem. Und zwar wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze geht. Ich habe jetzt schon mal alles soweit vorbereitet. Als erstes nehme ich mir eine Unterlage. Die ist echt nicht mehr schön, aber ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch so ein altes Set, so ein Platzdings da und benutzt das, weil sonst habt ihr irgendwann eure Grundarbeitsmatte so eingesaut, dass ihr da wirklich wöchentlich eigentlich neue machen könnt. Dann habe ich hier ein Kartenrolling, den habe ich schon mal gefaltet und mir natürlich meinen Prägefolder rausgesucht. Ich dachte, wir nehmen nochmal den mit dem Schiff. Finde ich nämlich mega schön. Und einen Spruch und so braucht man natürlich auch. Dann habe ich hier so ein Blending-Tool. Da gibt es, im Internet habe ich meinen mal bestellt. Da gibt es dann auch immer so eine Nachfüllpäckchen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt ganz viele Leute, die haben ja für jedes Stempelkissen ein so ein Dings. Ich habe es nicht. Also ihr seht es hier, das Ding ist schon so eingesaut. Ich probiere zwar immer in diesen Farbfamilien zu bleiben, aber ja, schön ist es nicht mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, nein. Nein, weil dafür habe ich auch einfach zu wenig von diesen Dingern. Eventuell kommt das irgendwann mal, dass ich mir auch mal die Mühe mache und mir noch welche nachbestelle. Aber zurzeit sehe ich da jetzt nicht so den Sinn, nicht Sinn, aber also ich habe da jetzt nicht so die Ambition zu, das zu machen. Genau. Und ja, das ist eigentlich alles. Ihr Stempelkissen. Ihr könnt euch wirklich, ich habe hier ganz günstige Stempelkissen. Dann kann man natürlich auch die teureren nehmen. Ich habe hier verschiedene hier liegen. Also es ist wirklich egal, was ihr nehmt. Ich werde jetzt einmal ein helles Grün, also so ein ganz, ganz helles Grün nehmen für das Schilf. Und genau, aber dann muss ich nochmal tauschen, weil hier ist noch so ein Blau drauf, was ich nachher noch brauche. Das einzige Problem, was ich habe mit diesem Teil, ist, dass diese Klammer, das Ding ist ja festgetackert, aber das hält nicht so wirklich. Das löst sich immer wieder. Ich muss noch mal gucken, ob ich die irgendwie anders da festkriege oder ich einfach eine neue Tackernadel da durchjage. Ich weiß noch nicht. Es ist ein bisschen nervig, dass man immer dieses ganze Pad damit runterreißt. So, jetzt brauchen wir noch mal so ein Pad. Ich guck mal, welche Farben hier so drin sind. Da empfehle ich euch irgendwie so ein weißes Schmierpapier hier, damit ihr einfach mal so gucken könnt, ob da noch so Farbe drin ist. Und hier ist jetzt nicht mehr so viel Restfarbe drin. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. So, dann gehe ich damit einfach auf mein Stempelkissen, tupfe da ordentlich drin rum, nehme meine zweite, also ihr seht, das ist hier meine Schmier- und Linienmatte. Und dann gehe ich einfach von außen in kreisenden Bewegungen in diesen Prägefolder rein oder in den Kartenrolling rein und ziehe das dann so hoch, wie ich das gerne haben möchte. Bei mir soll das Schilf jetzt eben schön grün sein. Eigentlich ist es ja eher braun, also so helles Braun bis dunkelbraun. Oben diese, das ist ja so ganz weich. Das ist ja eigentlich dunkelbraun. Aber das nehmen wir heute mal nicht so ernst. Das könnte man jetzt zum Beispiel nochmal beim Stift machen, wenn man gerne möchte. Aber ich, nö, ich finde das so eigentlich ganz schön. Dann braucht man natürlich noch einen Himmel, den wir gerne haben wollen. Und nehme ich jetzt hier mal die Farbe. Nein, ich nehme die andere. Ich habe hier noch eine. Das sind alles verschiedene Töne. Ihr seht, ich habe die nummeriert. Ich habe euch mal in irgendeinem Livestream, glaube ich, gezeigt, dass ich mir so ein Color Chart Buch gemacht habe. Da sind alle meine Stifte drin, alle meine Stempelkissen. Erstmal, damit ich eine Übersicht habe und zweitens auch gleich sehen kann, wie sehen die Farben eigentlich auf weißem Papier aus. Weil so denkst du, das ist so ein richtig kräftiger Ton. Ist es auch, klar, wenn man so normale Stempel nimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel damit wische, ist es wieder ein ganz anderer Ton. Und ja, einfach auch damit man sieht, welche Farben fehlen einem noch. Gerade hier bei diesen Mementos oder dem Distress Ink oder hier bei dem Versa Magic. Da gibt es ja wirklich so viele Farben.
dass ich das ganz gut finde, wenn man so eine kleine Übersicht hat. Das habe ich auch für meine ganzen Alkoholmarker, da habe ich ja verschiedene Marken. Einfach so, dass man weiß, was habe ich schon, was fehlt mir noch. Für Messen zum Beispiel richtig gut. Ich habe mir das nämlich nochmal in klein gemacht. Jetzt ist ja bald wieder Messezeit. Die erste Messe ist nächsten Monat im August. Und da werde ich auch hinfahren, die ist in Hamburg. Fahre ich mit meiner Mama zusammen hin. Die wollen wir uns mal angucken. Messen ist bei uns immer so ein bisschen schwierig. So, ihr seht, ich koloriere oder ich wische jetzt hier gerade meinen Hintergrund, weil blau ist nun mal der Himmel. So. Und jetzt könnte man zum Beispiel noch die Schmetterlinge hier anders abheben mit anderer Farbe. Das wollte ich jetzt aber nicht, weil es soll eigentlich eine sehr schlichte Karte sein. Und deswegen würde ich sagen, das langt mir schon fast. Dann habe ich mir hier einen Stempel abgestempelt. Ich habe noch mehr Karten fertig, die zeige ich euch gleich. Und zwar wollte ich den hier unten so hin haben. Jetzt dachte ich mir, ist das eigentlich ganz cool, wenn der Rahmen noch mal so ein bisschen abgehoben wird. Und da könnt ihr euch auch einfach ein Stempelkissen nehmen. Nehmt euch den Stempelabdruck und fahrt mit dem Stempelkissen einmal um euer ausgestanztes Teil rum. Könnt ihr es natürlich auch mit dem Stift machen, aber so ist natürlich mega einfach, ne? Hat man alles gerade sowieso auf dem Schreibtisch liegen. Einfach so drumherum fahren. Dann hebt sich das Ganze nämlich noch mal ein bisschen vom Hintergrund ab. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich Mini-Alben bastel. Jetzt zum Beispiel bei meinem Vintage-Album, da habe ich auch ganz viel damit gearbeitet, dass ich einfach mit dem Stempelkissen drumherum gefahren bin. Jetzt lasse ich das ganz kurz mal antrocknen. Dann nehme ich hier mein Kartenrolling. Und werde jetzt hier hinten einmal Kleber drauf machen. Nicht komplett, weil ich mir das gleich nochmal abschneide. Ich wollte das gerne unten an die Kante setzen. So. Das soll nämlich unten in die Mitte an die Kante. Schön andrücken. Und dann schneiden wir das Überstehende einfach ab. So hat man nämlich gleich eine schöne, saubere, gerade Kante. Und um das Ganze jetzt nochmal zu vervollständigen, gehe ich jetzt komplett um die ganze Kante mit meinem Stempelkissen. Das ist auch wirklich nur so ganz leicht, je nachdem wie man das Stempelkissen anwinkelt, hat man entweder einen dickeren Rahmen oder wirklich nur so minimal. Und ich möchte einfach nur, dass er sich ganz leicht abhebt. Dass man sieht, so da ist der Kartenaufleger zu Ende. So, jetzt sieht man noch nicht so wirklich was davon. Aber das kommt gleich, sobald wir die Karte aufkleben. Jetzt nehmen wir uns ganz normal doppelseitiges Klebeband. Ich arbeite eigentlich immer mit Kartenauflegern. Also ich bin da echt, ja, das ist so meins. Ich mag das nicht direkt auf der Karte irgendwas zu machen. Egal, was ich für Techniken mache, ob ich jetzt mit Alkoholinks arbeite oder eben auch mit diesen Stempeln und Prägefoldern. Immer Kartenaufleger. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber ich finde, mir gefällt es einfach schöner. Oder schöner, besser natürlich, so heißt das. Ja, und dann ist die Karte nämlich auch fast fertig. Ich wollte mich nochmal bedanken. Ich habe euch ja am Dienstag erzählt, dass ich ein bisschen im Bastel... Pause-Modus bin, weil ich gerade am... renovieren bin des Kinderzimmers von meinen Mädels. Und ich hatte euch ja gesagt, ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen. Da sind ganz viele Leute, sind dem nachgekommen. Richtig toll. Ich durfte ganz viele neue begrüßen. Das freut mich wirklich sehr. Und sobald dieses Video online ist, bin ich nämlich auch schon wieder im Zimmer meiner Mädchen und werde weitermachen, damit das alles fertig ist. So, jetzt könnte man die so zum Beispiel schon lassen. Sie gefällt mir unwahrscheinlich gut. Ich mag das sehr gerne, wenn das richtig schön schlicht ist. Ihr könnt euch aber auch noch zum Beispiel hier Glitzersteine nehmen. Jetzt denkt ihr, was ist das denn für eine Verpackung? Das ist die Verpackung der Aquarellmarkerstifte. Ich habe die aufbehalten und habe da meine Sticker reinsortiert. Man hat ja, ich weiß nicht, ich finde Sticker sortieren immer ganz schrecklich und man weiß nie, wohin damit. Und alle, die jetzt angefangen sind, habe ich nach Themen sortiert. Hier zum Beispiel nur Glitzersteine
Und dann habe ich mir jetzt hier zum Beispiel die. Und da würde ich jetzt sagen, entweder dieses Türkis, also dieses, ja, das ist ja so ein Grün, das ist eher so ein Türkis. Oder vielleicht sogar das Grau. Das Grau macht natürlich auch was richtig Schönes her. So, was mache ich da mit den Fingern? Nein, das ist gar kein Grau, jetzt habe ich die verkehrte Farbe in der Hand. Da ist das Grau. Das ist eben auch eine Karte, die man zum Beispiel einem Herren schenken kann, also einem Mann. Die ist nicht so bunt, die ist nicht so, sie schreit nicht Mädchen. Weil ich finde, das ist immer ganz schwierig, mal Karten auch zu basteln, die man für einen Mann nehmen kann. Und das zum Beispiel könnte man perfekt für einen Mann nehmen. Und jetzt möchte ich euch nochmal die anderen zeigen, die ich gebastelt habe. Ich habe noch andere Vorschläge für euch, damit ihr einfach mal so ein paar Grundideen habt. Ich schiebe das einfach mal alles einfach nur zur Seite weg, sodass es ein bisschen aus dem Bild ist. Und dann nehmen wir hier mal diese Unterlage wieder weg. Genau, da haben wir jetzt also eben die, die wir gebastelt haben, die ich sehr, sehr schön finde. Dann habe ich hier noch einmal die mit diesem Schmetterling gemacht. Da habe ich ja schon mal eine andere gemacht. Und ich glaube, man sieht ganz gut, je nachdem, wie doll man mit dem Kissen, mit dem Blending-Tool arbeitet, umso doller wird der Hintergrund. Hier habe ich ganz, ganz leicht nur drüber gewischt und die Schmetterlinge mit Buntstiften ausgemalt. Hier hatte ich die Alkoholmarker genommen. Also man kann wirklich variieren. Und je nachdem, welcher Spruch drauf ist, sieht es auch gleich wieder anders aus, finde ich. Dann habe ich hier eine andere. Und zwar habe ich da mal probiert, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind diese Make-up-Pinsel. Habe ich diese Blumen so ausgebürstet mit dem Pinsel. Vorher hier ein Stempelkissen rein und dann ausgebürstet. Finde ich eine ganz witzige Idee. Ja, kann man machen, muss man nicht. Das zum Beispiel ist das Gegenteil davon. Das ist alles gewischt. Hier habe ich die Blumen mit verschiedenen Farben bearbeitet. Und ja, beide haben einen Dankestempel bekommen. Dann haben wir hier eben nochmal das, auch nochmal das Gegenstück. Das ist mein absolutes Lieblingsprägemotiv. Das muss ich wirklich sagen. Es ist einfach wunderschön. Hier könnt ihr sehen, habe ich das, die Schmetterlinge und die Libellen noch mit dem ins Grüne reingenommen. Hier aber ins Blaue. Und ich muss sagen, ich finde das Blaue schöner. Ist einfach so meine Meinung. Ich mag es lieber so leiden. Dann habe ich noch einen anderen Prägefolder benutzt, und zwar einen mit Punkten. Auch das zum Beispiel könnte man auch für einen Herren nehmen. Die ist auch wieder nicht so extrem feminin, würde ich sagen. Ja, einfach nur eingefärbt. Durch diese Wischtechnik hat man auch gleich so einen Farbverlauf. Hier zum Beispiel ist es sehr, sehr hell, also heller als am Rand. Dann hier mein Kaffeepapier, einfach mit so einem Grau diesmal bestempelt. 4 Glitzersteinchen und einen kleinen Stempel. Mehr braucht diese Karte meiner Meinung nach nicht. Und jetzt kommt nochmal so eine richtige Mädchenkarte. Und zwar ist das die hier. Das ist auch so ein Komplettprägefolder, der prägt wirklich alles. Und ja, da brauchst du auch nicht mehr viel machen. Da habe ich auch wirklich nur gewischt. Die Blumen habe ich ein bisschen mehr bewischt mit meinem Blending-Tool. Und dann einfach nochmal ein bisschen Grün über die Blätter rüber, damit sie sich einfach nochmal so ein bisschen absetzen. Ganz viele kleine Glitzersteinchen, immer in die Mitte der jeweiligen Blume. Einfach ein Stempel, ausgestanzt, fertig. Ich finde die Karte wirklich toll. Ihr wisst, ich bin sonst nicht so das Farben. Also ich stehe sonst nicht so auf Farben, aber die hier finde ich mega. Die wird auch zu meinen Lieblingskarten. Und ihr seht, man kann wirklich mit ein paar Stempelkissen, einem Prägefolder, ganz viele verschiedene Variationen machen. Und man hat super schnell eine Karte, wenn man jetzt ganz schnell eine Karte braucht und keine Lust hat, das jetzt noch groß zu basteln oder mit einem Sketch zu machen. Da muss man immer viel schneiden. Hier braucht ihr wirklich nur ein Kartenrolling, Kartenaufleger, Stempel und irgendwas zu wischen. Ihr könnt auch, wenn ihr diesen Blending-Tool nicht habt, dann nehmt ihr einfach diese Feuchttuchtechnik. Ich werde euch das mal hier oben reinsetzen. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr mit Feuchttüchern wischen könnt. Das geht natürlich auch super, könnt ihr auch machen. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ich habe aber gar kein Blending-Tool, ich kann das gar nicht machen. Doch, ihr könnt es machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich aufs nächste Mal mit euch und wünsche euch allen noch einen ganz tollen Tag. Tschüss, ihr Lieben.